Hallo, einen guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte mit euch gerne durchs Richterbuch gehen. Und zwar speziell mit dem Fokus auf Gideon. Das Richterbuch beschreibt die Zeit der Richter, wie das Wort schon sagt. Die Zeit der Richter war eine Zeit von Herrschern in Israel, die das Volk Gottes regiert haben, aber nicht wie Könige, sondern Gott hatte gesagt, dass er König sein will über Israel, bis dann irgendwann das Volk unbedingt einen König wollte. Und dann hat Gott dem Volk Israel den König Saul gegeben, dann kam David, dann kam Salomo, die Zeit der Könige begann dann eigentlich. Das Richterbuch ist so zwischen 1200 und 1000 vor Christus ungefähr. Diese Zeitspanne wird da ungefähr abgedeckt. Und Gideon ist einer der Richter, eine sehr illustre Figur. Und das Richterbuch beschreibt sehr ausführlich den Lebensweg von Gideon. Und er ist ein deutliches Bild auf Jesus Christus und insbesondere auf endzeitliche Zusammenhänge, die man erstaunlicherweise so tief im Alten Testament findet. Das Richterbuch ist meiner Meinung nach eins der großen prophetischen Bücher, natürlich nach der Offenbarung, nach Daniel, auch nach Jesaja, aber aufgrund seiner frühen Entstehungszeit und der Ausführlichkeit, mit der dort Begebenheiten beschrieben werden, die sich in der Endzeit wiederholen, ein hochinteressantes Buch. Und deswegen möchte ich mir ein bisschen Zeit nehmen, mit euch mal das Richterbuch zu lesen. Das ist sehr viel Text. Um das auch nicht zu langweilig und zu langwierig zu machen, unterteile ich das in verschiedene Abteilungen, sodass man da Stück für Stück sich ein bisschen reinbegeben kann gedanklich. Ich möchte aber trotzdem den Text lesen. Der geht über mehrere Kapitel. Und ich mache Folgendes, während ich den Text lese, gebe ich immer direkt auch die Deutung und die Auslegung mit dazu. Das ist dramaturgisch vielleicht nicht so ganz klug, weil dadurch der Spannungsbogen wegfällt. Aber ich glaube, dass das didaktisch besser ist, weil man dann ein bisschen bewusster diese Zeilen liest, als wenn man die erst liest über Kapitel hinweg und dann mit der Auslegung beginnt. Ja? Wir laufen also so, wir wandern da so durch diese Kapitel mit dem Gideon und schauen uns an, was das an endzeitlichen Bedeutungen hat und haben kann. Und freue mich, wenn ihr euch die Zeit dafür nehmt. Wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und viel Gewinn beim Zuschauen.